war später mal total genial. Regeln, Dekate, Formeln und Daten, Fakten, Fakten, alles Wissen nicht raten, wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt egal. Wenn Einstein hatte nur eine 4 in Mathe und war später mal total genial. Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Tim und Bruno spielten Vivien einen bösen Streich. Was ist? Freddy will mit mir auf einen Maskenball. Heute in Schloss Altenstein. Die arme Vivien, was treibst du für Spielchen mit ihr? Selbst Carla fiel darauf herein. Du bist so ein verlogenes Arschloch. Doch sowohl Carla als auch Tim hatten sich in Freddy getäuscht. Freddy? Vivien musste erfahren, dass Freddy nicht in sie verliebt ist. Gibt es da schon ein Mädchen? Ja. Aber ich fürchte, sie ist unerreichbar für mich. Hey Vivien. Na, wie ist es gelaufen? Hast du es vermasselt? Du kennst doch den Spruch. Verpatzige Generalprobe, gelungene Premiere. Popoli Pippi. Geht's noch? Der Prinz des Königreiches Popo liebt die Prinzessin des Königreiches Pippi. Leons liebt Dena. So viel weiß ich auch über das Stück. Er liebt sie wirklich. Carlas mit dem L zusammen. Du hättest Carla mal sehen sollen, wie sie sich an Freddy rangeschmissen hat. Der Kuss war echt. Warum bist du dir da so sicher? Er war mit Zunge. Ich muss noch kurz was erledigen. Ist lebensnotwendig. Carla? Du warst gestern spitzenmäßig bei der Generalprobe. Danke. Hello, Darling. Oh, my dear. How are you? Freddy war aber auch nicht schlecht, finde ich. Den Kuss, den von Carla und dir. Ja. Der war ganz okay. Also, ich meine, viel besser als vorher. Stell dir mal vor, er hat mir erzählt, dass er beim Knutschen mit dir an seine Freundin gedacht hat. Ich habe Carla gesagt, sie soll einfach ganz fest an ML denken. Dann kommt der Kuss viel echter rüber. Guter Trick, hä? Ach so. Freundin? Der war so süß, als er mit ihr telefoniert hat. Rebecca heißt sie. Er sehnt sich wahnsinnig nach ihr. Klar. Du, ich muss los. Wir sehen uns später. Ich habe zufällig mitgehört, aber psst, top secret. Psst, okay. Gut. Tschüss. Habe ich dir heute schon gesagt, wie wunderschön du bist? Kommt deine Ellie heute Abend zur Aufführung? Nein, meine Mama hat angeblich eine Sitzung beim Psychoklempner. Und mein Vater ist mal wieder auf Geschäftsreise. Na toll. Und welche Entschädigung kriegst du diesmal? Golfstunden. Ich wollte ja eigentlich Polo haben, aber da haben sie gestreikt. Ich habe gesagt, dass ich das für die Schule brauche. Gibt es eigentlich einen Tag, an dem du nicht lügst? Ich kann mich nicht erinnern. Vivien und Freddy, crazy in love. Na, wie klingt das? Gestern heulte mir noch die Ohren voll und jetzt hast du plötzlich gute Laune? Was ist los? Freddy und Carla werden sich nachher bei der Premiere nicht mehr küssen. Das ist los. Darf ich? Da habe ich auch immer einen Hänger. Ich
weiß, was du sagen willst. Wir müssen ihn kussen. Ja, nicht spielen. Wir können ihn auch einfach andeuten. Absolut. Na dann. Bringen wir es möglichst professionell über die Bühne, hm? Einverstanden. Jeder kann ja dabei an seine große Liebe denken, hm? Wer spricht da? Ein Traum. Träume sind selig. So träum dich selig und lass mich dein seliger Traum sein. Der Tod ist der seligste Traum. So lass mich dein Todesengel sein. Lass meine Lippen sich gleich sein schwingen auf deine Augen nieder. Und tschüss. Hey. Ich fass es nicht. Bin ich genial oder bin ich genial? Entschuldigung, dies ist nicht Teil der Inszenierung. Herr Pasulke, wo sind Sie? Ich bin schon unterwegs. Das muss an dem verdammten Stromkreis Nummer 3 liegen. Typen wie Freddy treffe ich bestimmt nie wieder. Warum muss der ausgerechnet auf Carla abfahren? Ruhe! Du hast nur gesagt, dass ich die Musik ausmachen soll. Du bist echt anstrengend. Mit wem soll ich denn sonst darüber reden? Okay, du hast 5 Minuten. Aber danach schlafe ich bis mindestens 8 durch. Schon okay. Ich lass dich ja in Frieden. ML war ja gestern nicht mehr auf der Premierenparty. Von wegen Erkältung. Wahrscheinlich hat die Carla gesagt, dass sie auf Freddy steht. Carla? Ich hab schon gedacht, du bist... Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich habe kaum geschlafen. Wegen gestern. Mach dir keine Gedanken wegen des Kusses. Wir wollten wirklich nur den Stromausfall überspielen. Das ist euch glaubwürdig gelungen. Du? Ich habe was für dich. Na, mach schon auf. Ringe? Als Symbol unserer Liebe. Was geht denn hier ab? Träum ich oder verlobt ihr euch gerade? Quatsch. Das ist nur was für Spießer. Mir könnt ihr nichts vormachen, Mädels. Coco, das sind Freundschaftsringe. Ja, wirklich. Alles klar, hab's kapiert. Von mir erfährt keiner was. Ehrlich. Unter einer Bedingung. Ich will eure Wedding-Planerin sein. Coco, du hast echt eine Scheibe. Die News des Tages. Morgen ist Partytime in der BFZ. Wegen Carlas Geburtstag. Auch.
Eigentlich ist es sehr inoffiziell und noch total geheim. Aber Carla und Marie-Louise, ich glaube, die beiden verloben sich bald. Hey, wollen wir da vielleicht zusammen hingehen und das Event ein bisschen aufmischen? Ich kann damit nichts anfangen. Ist ja witzig. Ich eigentlich auch nicht. Wie wär's, wenn wir zusammen ins Kino gehen? 1, 2, 3, los! Na und, zack! Ja, sehr gut. Und weiter, weiter, weiter. Genau, zack, zack, zack. Genau, zack! Ah. Okay, ich komm gleich noch. Hier, Ball ins Spiel, weiter geht's! Wie wär's, wenn ihr Hosenanzüge tragen würdet? Ja, solange sie nicht rosa sind, ich will nicht aussehen wie ein Bunny. Thema durch. Thema durch. Freddy, hast du mal einen Moment? Oh, Freddy! Na? Sprecht ihr schon über das neue Stück der Theater AG? Ja, Romeo und Julia. Mm. Wie wär's? Wollen wir zur Einführung in den Ferien vielleicht nach Stratford up in Avon fahren? Oh ja, gute Idee. Ich bin dabei. Los, sag zu. Ich hatte jetzt an Regie und Hauptdarsteller gedacht. So als kleines Bonbon für die gelungene Aufführung? Ach ja, beim Stromausfall? Nee, Gruppenausflüge sind nicht so mein Ding. Außerdem, wolltest du mir nicht den Kurzflug zum Geburtstag schenken? Wie wäre es, wenn wir beide dahin düsen? Hey, ML! Glückwunsch nachträglich zur Premiere. War top. Ja! Ah! Du bist witzig! Hey! Weißt du, was das hier ist? Mein Ticket in die NBA! Naja, nicht ganz, aber fast. Hiermit laden wir Sie zur Endausscheidung zu einem zweitägigen Probetraining am Sohn-Sophiten ein. Wahnsinn! Monier versagt bei den Erfurt Kangaroos. Wie klingt das? Scharf. Moment. Er wird platzen vor Stolz. Papa! Ich wurde zum Probetraining bei den Erfurt Kangaroos eingeladen. Wahnsinn, oder? Dass ich weiter Basketball trainiere. Good morning, Darling. Schade, dass du heute nicht beim Frühstück warst. Ich habe ziemlich lange auf dich gewartet. Ich hatte keinen Appetit. Was gibt es denn? Ich könnte Last-Minute-Tickets klar machen. Wir fahren mit dem Zug nach Berlin und chatten dann nach London. Und dann nach Stratford. Stratford. Stratford up in Avon. Ja, da kommen wir dann schon irgendwie hin. Okay? Great. See you. Was hast du denn? Du wirkst irgendwie so bedrückt. Denkst du an Freddy? Red kein Mist. Schon klar. Hey, ich kam auf die Idee mit den Freundschaftsringen. If you are introduced to a member of the nobility, for example a lord or a lady, you must not forget to curtsy while saying, I am very honored to meet you. Repeat it, please.
I'm very honored to meet you. My name is Vivian. I'm Freddy's new girlfriend. That was marvelous. Now listen and repeat. How are you, my dear? How are you, my dear? Geil! Jetzt weiß ich, was mir die ganze Zeit lang gefehlt hat. Party, Party, Party! Bald kannst du auch wieder was trinken, Babe. Soll ich dir noch so ein leckeres Wasser holen? Dein Vater kriegt sich bestimmt wieder ein. Hoffentlich. Und bis dahin trainiere ich weiter. Und zwar heimlich. Carla und Marie-Louise, dieser Tanz gehört nur euch. Ja, das jetzt schon. Danke, Coco. Das ist super. Ich liebe dieses Lied. Bye bye, Lina. Geht's dir gut? Na klar, sieht man mir das nicht an? Naja, irgendwie. Doch, jetzt schon. Ich bin so stolz, mit dir zusammen zu sein. Du bist die klügste, tollste und lustigste Frau, die ich kenne. Ehrlich, Marie-Louise. Dagegen kann jeder Typ einpacken. Ist gut. Komm mit. Aber wo willst du denn hin? Das ist doch unser Tanz. Hey, hier geblieben, Turteltäubchen. Die Brautentführung ist doch erst zur Hochzeit geplant. Ist das aufregend. Was hast du denn vor? Eine Überraschung? Willst du es mir nicht endlich sagen? Was? Ich verstehe nicht. Was meinst du? Die Wahrheit. Dass du mich nicht liebst. Was? Wie kommst du denn darauf? Natürlich liebe ich dich. Marie-Louise, wir sind zusammen. Hoffentlich für immer. Ich glaube ja, dass du dir wünschst, es könnte so sein. Aber die Sache hat einen kleinen Schönheitsfehler. Du bist nicht lesbisch. Du hast nur Liebe mit Freundschaft verwechselt. Marie-Louise, ich wollte dir nicht wehtun. Und ich will dich nie verlieren. Gib ihn denjenigen, den du wirklich liebst. Marie-Louise hat sich von mir getrennt. Gerade eben. Ich. Das tut mir leid.
Denkst du auch gerade an deine große Liebe? Ja. Ich denke an dich. Und deine Freundin in London? Welche Freundin? Vivian hat mir gesagt, dass du bei unserem Kurs immer an eine Rebecca denkst. Rebecca? Ich kenne keine Rebecca. Aber ich glaube, ich lerne langsam Vivian kennen. Es gibt nur eine Lena für Lyons. Wieder dein englischer Lord. Längst gesehen, wir sind verabredet. Ja, ja, wichtig, wichtig. Um 4 Uhr heute Nachmittag geht's los. Das sagt sie, dass uns zum Bahnhof fährt, habe ich schon bestellt. Denkst du noch an unsere Suite in Stratford? Oder fahren wir zuerst zu deinen Eltern ins Schloss? Lass dich überraschen bei dir. Okay. Kurzfristig auf Weltreise umgebucht. Das wird der schönste Urlaub meines Lebens. Dann zwischen dich ab. Der Märchenprinz wartet schon auf dich. Oh mein Gott! Ist es schon 16 Uhr? Kannst du mir vielleicht beim Tragen helfen? Da brauchen wir ja Stunden. Wir? Ich nicht. Sorry. Ich kann nicht. Nicht in dem Outfit. Dann zieh deine Jeans an. Ich muss lernen. Bye, bye. Aber so. Die Hutschachteln und dann habt ihr euch den Fünfer verdient. Hi Freddy, ist das Taxi schon da? Nein, aber dafür bin ich gekommen. In Ordnung. Das ist ja keine No-Go-Area. Wollen wir besser draußen warten? Ich und... Wir. Wir wollten uns bei dir bedanken. Aber wofür denn? Deinetwegen haben wir herausgefunden, dass Leons Lena... Und Lena Leons liebt. Ich dachte, du wärst mit ML zusammen. Nicht mehr. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Hat mir ein sehr schlauer Mensch gesagt. Ich wünsche euch alles Gute. Dann bist du tatsächlich gar nicht lesbisch? Ja, und wenn wir schon mal dabei sind, ich bin auch nicht adelig. Nicht? Das ist jetzt irgendwie total ziellos. Aber eins muss man dir lassen. Du warst die Traumbesetzung für die kleine, intrigante Gouvernante. Leute, keine Panik.
denn wir sind die Kings von morgen.